Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hero Park. Ihr seht auch eine Besonderheit, wie ihr richtig feststellen könnt. Ich habe mir das Paket gekauft für 5,99 €, einfach aber nur, um den zweiten Kobold zu haben, um die ganzen Missionen schneller abschließen zu können. Deswegen schließen die Quest mal ab. 45 Minuten knacken wir einen. Verkaufe 29 Getränke in der Zeit mit 5 Minuten. Oder 43 oder 57. Ne, wir bleiben mal bei 29. Jetzt können wir uns nämlich auch leisten, einfach normale Kisten zu nutzen, weil wir sie parallel öffnen können. So, bevor wir das nochmal machen, werden wir sie erstmal anlocken, die Einheiten. Ja, ist es sonst nichts passiert. Ne? Ich habe auch noch 500 Diamanten, 50.000 Gold bekommen. Ich versuche nicht unter dieses Limit zu bekommen, weil ich wollte diese Ressourcen gar nicht haben. Das heißt, zumindest jetzt versuche ich erstmal nur das auszugeben, was ich tatsächlich hätte. Das finde ich sonst echt ein bisschen scheiße. Wir nutzen halt wirklich nur das, was wir halt über den 550.000 bekommen. Energiegut, da kann ich jetzt nichts gegen machen, sonst refresht sie nicht. Ja, ansonsten ist alles voll, bin ich der Meinung. Nur es sind keine Helden da. Und ich habe das auch ein bisschen umgeswitcht hier, seht ihr? Da, die beiden. Die Fortschritte behält man, allerdings muss man alles neu reinmachen. Man muss halt neu Geld bezahlen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel man bezahlen musste. Und hat das normal in der Personal einstellen, sagen, welche Waffe die ganze Zeit refreshed werden muss. Das behielt sich leider nicht, bedauerlicherweise. Gut, ich würde sagen, wir locken einfach mal Helden an. Wir brauchen nämlich Getränke, das heißt, sie möchten etwas trinken. Hier haben wir Getränke. Hier haben wir zweimal Getränke, so. Dann haben wir dreimal Getränke, sehr nice. Auf zum nächsten. Wir müssen nämlich Hinne machen. Die kommen nämlich gleich. 1250 Gold, nice. Okay, die bleiben stehen während. Das sind 5 Getränke und 4 Getränke. Wow, okay. Die sind sehr, sehr durstig. Und nochmal. 5 Getränke, 5 Getränke. Das sind 15. Und 1. Jetzt schauen wir mal. Wir probieren mal Schwierigkeit des 43 Getränke in 5 Minuten. Ja, gut. Wir bleiben hier, ist okay. Wir bleiben hier, wir riskieren hier nichts, ne? Ist schon in Ordnung. So, wir haben 2195 Gold, die ich verwenden kann. Die Frage ist, wofür geben wir es aus? Ich weiß es noch ehrlich gesagt gar nicht. Achso, wir können parallel noch die Kisten öffnen. Da haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Gold. Kunibert haben wir ein paar Mal, Pablo und die Mama. Sehr schön, die nächste Kiste, die sind auch wieder voll mit 4000 Gold, 14 Friedel. 5 Kunibert. Georg Martin, der ist neu. Er hat schon immer für Fable für Eis und Feuer. Das heißt, sie können einen neuen Tempel bauen. Und die Goldkiste. Ja, die ist neu. Die ist neu. Erstmalig. 7600 Gold. Hans im Glück. Hans weiß, dass man im Leben keinen großen Klumpen braucht. Wer bei ihm kauft, ist nach dem Kauf immer etwas glücklicher und ärmer. Dann haben wir noch 14 Hans im Glück erhalten, 9 Axtfriede, 25 Pablos und Rosemarie legendär. Sie liebt Helden und Helden lieben ihre Tränke, vor allem beliebt sind ihre Erfahrungstränke mit den Helden und kann schneller eine Stufe aufsteigen. Legendär, sie ist voller Liebe, beim Verzehr ihrer Tränke besteht die Chance, sich unglücklich verliebt im Wirtshaus betrinken zu wollen. Sehr gut, leider nur 1 bekommen, schade. So, dann können wir sie ja theoretisch statt ihm hier reinhauen. Ja, packen wir sie hier rein, Personal austauschen. Kann man nämlich hier noch ein bisschen investieren. Ach, legendäre Eigenschaft. Okay, die ist einfach da. Ach, das ist ja was anderes, oder? Das ist gar nicht das hier. Verhexter Ausdauertrank. Führt die Ausdauer von Nahkämpfern und Armbrustschützen auf 25% der Erinnerung, weil irgendwie verliebt und wird das betrinken will. Huch. Hm. Was ist das? Erhöht die Chance eines Helden, dass er beim Kampf eine Stufe aufsteckt und danach trainieren will. Verhexter Malertrank. Und auch wieder betrinken, okay. Das heißt, ja, okay, wir haben erstmal genug Grüne. Ah, die wollen sich hier besaufen, oder hier müssen sie sich besaufen. 16.000 Gold habe ich noch zum Ausgeben. Was haben wir hier? Ach ja, genau, Verbesserungen. Ich finde, das ist gar nicht so verkehrt. Leider habe ich nur einen Punkt gehabt, schade. So, wir können die Kekse verbessern. Der hier bringt mir leider nichts mit einem Punkt. Er hat 2, brauche ich aber 4. Er hat 13.
Ja, 11%. Die Armbruster verbessern wir mal. Und ihr seht hier Skill Boosts, das können wir hier machen. Zack, unten Skill Boost plus 2% plus 1 plus 1. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. So, die Armbruster 4 bis 6. Level 4 bis 6. So, hier haben wir leider nichts, was wir verbessern können. Merlin. Wir machen mal beides. Bei dem werden wir gleich austauschen. Wir haben ja auch Hans im Glück. Ich weiß gar nicht, wo man den besetzen kann. Service verfügbar. Helden können ihre Einkäufe schneller erledigen. Wir machen mal beides. Wir haben so viele, dass wir uns 1000 AP, ein bisschen Diamanten kriegen. 34 mal Pablo, den kann ich ja nur damit pushen. Was ist hier? Kann ich Diamanten ausgeben, genau. Scheinbar gibt es bei ihm nichts anderes als Ramsch. Esmeralda. Verbessern wir den Imp. Dann haben wir hier noch? Wir haben nochmal ein paar Imps. Skillboosts. APs. Und was haben wir hier noch? Friedel. Achso, die Quest läuft übrigens weiter, glaube ich, ne? Stufe 8 erreicht. Yay. Es ist Zeit, den Helden ein neues Dungeon anzubieten. Sie wollen mehr Abwechslung. Du weißt, was zu tun ist? Ja, ja, das arme Eine soll mal wieder den Dreck auf wegräumen. Ich verstehe aber nicht, warum ich ausgerechnet ich das Dungeon sauber machen muss. Ich habe ja nicht einmal Arme, um deinen Besen zu halten. Hopp, hopp, keine Ausreden, du schaffst das schon. Okay, Zeit läuft doch nicht weiter. Wir waren aber noch hier gewesen. Friedel. Ja, wir verbessern die Skelette, ne? Sehr gut. Jetzt habe ich einen Punkt dummerweise ausgegeben. Gut, wir filmen mal nach. Die haben nämlich ordentlich leer gemacht hier alles. Hier machen wir mal ganz kurz einen anderen hin. Merlin. Dann schmeißen wir, wir machen hier lieber zwei neue. So, schauen wir mal, ob wir hier alles erstmal austauschen können. Ja, das da meinetwegen. Haben wir auch noch genug Getränke? Haben wir. Hier will keiner rein. Waffen will sich auch gerade keiner leisten. Wir könnten hier noch Äxte bauen. Oh, wir haben hier keine Monster mehr drin. Wie schlimm! Und den Ramschen müssen wir noch verbessern hier. 4 bis 6. Aber auch ein bisschen länger jetzt. Wir müssen noch neue Helden anlocken. Wir haben hier noch 2,5 Minuten für. Naja, wir hätten es locker geschafft mit den Getränken, glaube ich. Jetzt gehen wir wieder auf Profit orientiert. Die haben sicherlich irgendwo Tranklust dabei. So, wir warten erstmal ganz kurz, bis die gesoffen haben. Um zu gucken, welche Mission wir jetzt nächstes haben. Ach ja, einen neuen Dungeon. Verfügbare Monster. Warum habe ich denn so wenig verfügbare Monster? So. Hier können gar keine Kobolde rein, verstehe. Das heißt, hier bleiben die Kobolde. So, Mission erledigt noch nicht. Neuen Ramsch. Kommt, besauft euch einmal bitte. Müssen wir abschließen, sonst bringt uns unser zweiter Kobold halt nichts, ne? Quest abschließen. Bam. Dann können wir natürlich auch aufmachen. Nice! Zwei Kobolde parallel. Lass hier ein Monster für 1250 AP besiegen. Ach ey, wie gesagt, wir bleiben bei den normalen, das ist okay. Dafür können wir nämlich parallel welche machen. Voll in Ordnung. Wir brauchen jetzt also welche, die kämpfen wollen. Na, kämpfen, kämpfen. Na, hier das Schwertsymbol. Und kämpfen. Und einen Magierstab wollen die haben. Kämpfen, kämpfen. Ich glaube, die wollen alle grundsätzlich mal kämpfen, oder? Auf Level 12 gibt es dann den nächsten. Teuflische Burg. Und hier haben wir noch 16, der düstere Palast. Oh, was ist hier? Wir haben halt keine von den grünen Tränken, ne? Das heißt, wir könnten den eigentlich austauschen. So, dann nehme ich hier nicht das ganze andere Zeug drin ist. Du bekommst bei jeder Produktion von Heil einen zusätzlichen Trank. Ich kann mir den leisten, das ist okay.
Oder Erfahrungstrank mit. Oh, keine Rüstung mehr gehabt, fast. So, wir hätten das locker geschafft. Definitiv. Oh, die sind krank. Huiuiuiui. Sowas aber auch. Wir haben kein Fleisch mehr. Fleisch ist aber hier unten. Genau. Hier bitte nur Bier. Hier unten ist Fleisch und Kekse. Hier oben hatten wir die Äxte, genau. Das heißt, hier gibt es nur die Schwerter. Ein paar Verletzungen heilen. Ja, okay, wir hätten das locker schaffen können mit dem doppelten. Okay, bei AP weiß ich. Okay. Das ist locker. Kriegen wir locker hin. Die nächste Stufe. Verkaufe 22 Tränke. Na gut. Das ist nicht so schwer. Dann haben wir 6 Kisten. Die können wir dann immer aufmachen. Oh, der will 6 Tränke insgesamt haben. Sehr nice. Die will 2 Tränke haben. Hat schon wieder keine Heilung mehr. Kaufen für 7500 Gold. Markiert 2 weitere Heilungsmittel. Oder Segnungen. Na, hier kommen die Kobolde rein. Wunderbar. Hier kommen die Skelette rein. Wir können mal hier noch einen Slot dazu packen. Wir haben hier den 6er Ramsch. Der bringt uns 62 AP nach einem Kampf. Wow. Das ist heftig. Neue Kobolde. Neue Skelette. Wobei wir sie natürlich auch austauschen könnten gegen die da. Könnten wir die Imps nehmen. Gib mal eine Info her hier. Apinastik 104. Apinastik 125. Okay. Wir switchen mal wieder zurück. Wir nehmen noch mehr. 140. Also AP-mäßig sind wir sehr gut. Sehr gut bestückt. So, der Ramsch wird ja die ganze Zeit nachproduziert. Das ist okay, aber nicht den 3er. Machen wir den 6er, wenn... Oh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Auswirkungen hat. Yay! Yay. Ich habe aber noch alle Tränke. So. Na, die bringt ordentlich Tränke her. Ordentlich Gold. 60 Gold dafür, Wahnsinn. Cool, cool. Verkaufe 21 Tränke. Hat hier noch irgendjemand ein... Genau. Trankbedürfnisse sehen wir nämlich immer noch hier. Die Bedürfnisse hier oben links bei diesem... Bei den Strichelchen. 4000 AP. Nice. Verkaufe 54 beliebige Speisen und Getränke an die Helden. 81. Beides Silber, ja. Es hat also keinen Unterschied. Es sind nur mehr AP, ne? Kann ich darauf verzichten. Darauf kann ich getrost verzichten. Also Futter. Gut, die Zeit läuft jetzt auch nicht weiter. Deswegen würde ich sagen, mal an der Stelle ganz kurz eine kleine Pause, meine lieben Freunde. Wir sind in der nächsten Folge wieder von Hero Park. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.